Willkommen bei MobiFlip. Mein Name ist Oliver und heute geht es um mein persönliches Fazit nach 6 Monaten oder einem halben Jahr mit dem Apple iPhone 10. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Vor genau einem halben Jahr ist auf diesem Kanal mein Unboxing-Video vom iPhone 10 online gegangen und ich hatte verdammt hohe Erwartungen an das Gerät, denn als iPhone-Nutzer, der in den Jahren davor regelmäßig ein iPhone genutzt hat, war ich ein bisschen unzufrieden mit dem Upgrade des iPhone 6s und auch mit dem iPhone 7. Das iPhone 7 war schon wieder ein größerer Schritt, aber trotzdem hat man so ein bisschen gemerkt, dass die Konkurrenz hier stark aufgeholt hat, dass vor allem die Android-Hersteller, vor allem auch Gerätehersteller wie Samsung durchaus eindrucksvoll gezeigt haben, was da noch so alles möglich ist. Und Apple hat sich dann vor einem halben Jahr gedacht, okay, passend zum 10-jährigen Jubiläum des iPhone bringen wir das iPhone 10 auf den Markt. Und da hat man einiges geändert. Man hat ein komplett neues Design etabliert. Man hat die Materialien geändert. Also statt Aluminium gibt es jetzt zum Beispiel Edelstahl oder auch Glas auf der Rückseite. Und das war ein recht großes Update. Ein Update, welches sich viele vermutlich gewünscht haben, welches allerdings auch extrem teuer auf den Markt gebracht wurde. Für das Spitzenmodell mit 256 GB hat man tatsächlich über 1.300 Euro bezahlt. Ich war bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich wollte das iPhone 10 direkt zum Marktstart haben. Ich wollte es nutzen. Ich wollte es als mein Daily Driver nutzen. Ich habe natürlich in den letzten Wochen auch immer wieder andere Android-Smartphones und Flaggschiffe haben mich im Alltag begleitet. In der Regel nutze ich tatsächlich 2 Geräte aktiv. Mein Daily Driver, also da, wo meine aktive SIM-Karte drinsteckt, ist jedoch das iPhone 10 zum größten Teil gewesen. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt so ein kleines bisschen darüber erzählen, was so mein Fazit nach einem halben Jahr mit diesem Gerät ist. Ich habe mir dazu auch ein paar Notizen auf meinem iPhone 10 gemacht und die habe ich mir ehrlich gesagt über die komplette Zeit der letzten 6 Monate gemacht und habe auch so ein bisschen darauf geachtet, auf die Fragen in meinem Umfeld oder auf die Reaktionen in meinem Umfeld zu diesem Gerät. Und eine der häufigsten Reaktionen ist auch bei uns im Blog in den Kommentaren immer wieder das Thema Notch, sprich Display-Auskerbung auf der oberen Seite des Bildschirmrandes. Ich habe schon in meinem Testbericht erwähnt, dass mir die Notch nach ein paar Tagen schon nicht mehr aufgefallen ist und eigentlich, es hat sich nur, sage ich mal, verbessert. Mittlerweile fällt mir die Notch komplett gar nicht mehr auf. Sie gehört einfach zum Design des Gerätes und ist so eine Art Markenzeichen geworden, auch wenn sie mittlerweile in so gut wie jedem anderen Android-Smartphone auch zu finden ist, also in den Flaggschiff-Modellen. Was ich auch sagen muss, ist natürlich, sind die Meinungen, die die Notch nicht wollen, die respektiere ich und die teile ich in gewisser Hinsicht auch. Natürlich hätte ich lieber ein Gerät ohne Notch, komplett ohne Rand um das Display herum. Aber Stand 2018 oder auch Ende 2017 ist und war das einfach noch nicht möglich. Und ich gebe es zu, ich möchte auch die Sensoren wie ein Stereo-Lautsprecher in der Hörmuschel, eine Frontkamera, Face-ID, die möchte ich auf der Frontseite haben. Die möchte ich nicht, dass sie irgendwo aus der Seite rausfahren. Und man kann sie nun mal nicht anderweitig im Gerät verstecken. Und daher ist die Notch für mich persönlich so eine Art notwendiges Übel. Sie ist meiner Meinung nach notwendig. Und ich persönlich bin der Meinung, dass ich lieber ein bisschen Display links und rechts von den Sensoren habe als Rand. Bei Rand habe ich nichts, da schaue ich quasi auf schwarzes Plastik oder Glas. Habe ich allerdings eine Notch, sprich das Display links und rechts in die Ecken gezogen, dann kann ich dort Dinge wie Signalstärke, Erinnerungen, Netzbetreiber und so weiter, kann ich dort in die Ecke verstecken und kann dadurch den Displayplatz noch ein bisschen besser ausnutzen. Das machen die Android-Hersteller momentan ebenfalls sehr gut. Teilweise verstecken sie sogar die Notch und bringen trotzdem noch die Elemente oben mit rein mit einem schwarzen Hintergrund. Finde ich persönlich auch sehr angenehm. Ich finde, das Thema Notch ist mittlerweile jetzt nach einem halben Jahr und das Apple iPhone war ja sogar noch nicht mal das erste Modell mit Notch, aber so ein bisschen abgefrühstückt und ich würde sagen, die einen mögen es, ja, die anderen mögen es nicht, aber es wird vermutlich keinen Weg in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren um eine Notch geben. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwann eine Lösung haben werden, dass wir die Sensoren anderweitig oder vielleicht sogar unter dem Display verstecken können. Bis dahin ist die Notch für mich persönlich ein notwendiges Übel, das mich aber ehrlich gesagt auch gar nicht so wirklich im Alltag gestört hat. Was ich dafür mittlerweile ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend finde, was mir am Anfang gar nicht so aufgefallen ist, ist das Kinn bzw. das fehlende Kinn auf der unteren Seite. Das iPhone 10 hat nicht das größte oder das beste Display-Verhältnis, Display-zu-Seiten-Verhältnis auf dem Markt. Es gibt vor allem durch die große Notch-Geräte, die mittlerweile mehr Display rein prozentual gesehen haben. Allerdings finde ich die Symmetrie persönlich sehr interessant, denn das Display ist wirklich gleichmäßig in alle 4 Ecken gestreckt und jedes aktuelle Android-Flaggschiff, welches auf den Markt kommt, besitzt eine Art Kinn auf der unteren
anderen Seite. Und das ist einfach notwendig, denn es ist ziemlich teuer, das OLED-Display zu nehmen und auf der unteren Seite, ich werde euch hier auch mal ein Bild einblenden, wie Apple das macht, zu biegen und dadurch dafür zu sorgen, dass der Rand auf der Seite und auf der unteren Seite gleich dick ist. Und ich finde persönlich, das sieht symmetrisch gesehen ganz gut aus. Und wir sind auch an einem Punkt angekommen, da streite ich jetzt nicht mehr über 1-2% mehr Display auf der Frontseite. Das muss dann im Endeffekt auch gut aussehen. Und ich bin persönlich mal gespannt, wann die Android-Hersteller hier ebenfalls nachziehen und das Display auf der unteren Seite biegen und somit das Kinn auf der unteren Seite auch komplett entfernen werden. Ich hätte nicht gedacht, dass Apple damit so sehr vorgelegt hat und dass die Flaggschiffe, die jetzt im Frühjahr auf den Markt kommen, hier noch nicht mithalten können. Die vermutlich häufigsten oder am häufigsten gestellte Frage kam zu Face ID. Vor allem von den iPhone-Nutzern, die dann immer wieder gefragt haben, wie ist es im Vergleich mit Touch ID? Ich bin es gewohnt, meinen Daumen einfach auf das Display zu legen. Ich bin es gewohnt, einen Home-Button zu haben. Wie ist es nun ohne Home-Button und ohne Touch ID? Und ich habe es auch im Test schon bestätigt, man gewöhnt sich sehr schnell dran und beide Technologien haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Und dieser Meinung bin ich immer noch. Vorab, ich hätte gerne beides. Ich hätte gerne Face ID in einer Perfektion, in einer zweiten Generation, was noch schneller funktioniert, denn die Animationen, bis das Gerät dann wirklich entsperrt sind, dauern noch ein kleines bisschen zu lange. Ich vermute, das dauert zu lange, deswegen hat Apple da ein kleines bisschen Animationen drumherum gebaut. Und ich hätte gerne Touch ID allerdings unter dem Display, damit wir keinen Rand mehr auf der Frontseite haben müssen. Beides in Kombination ist für den Massenmarkt in dieser Art und Weise allerdings noch nicht möglich. Ich weiß nicht, ob Apple irgendwann wieder auf Touch ID setzen wird unter dem Display, wenn das dann irgendwann, sage ich mal, flächendeckend möglich ist und auch günstig einzukaufen ist. Das wird sich zeigen, darauf bin ich sehr gespannt. Allerdings muss ich sagen, dass ich auch sehr gut mit Face ID nach einem halben Jahr leben kann. Ich habe es in vielen Situationen, mich daran gewöhnt, dass ich Face ID nutze. Ich hatte früher auch das Problem, dass wenn ich die Hände gewaschen habe und das iPhone entsperren wollte mit Touch ID, ihr kennt das vielleicht, der Daumen ist noch ein bisschen nass, man geht nochmal eben über das T-Shirt oder über die Hose, macht ihn trocken und dann kann man das Gerät entsperren. Und so ähnlich ist es mit Face ID auch. Es ist nicht perfekt und in gewissen Winkeln erkennt das iPhone das Gesicht tatsächlich nicht. Vor allem, wenn ich geradeaus laufe und nach unten auf das Display schaue, dann ist der Winkel oftmals nicht ausreichend genug. Sprich, ich habe mein Verhalten so angepasst, dass ich es gewöhnt bin, mein iPhone ein kleines bisschen höher zu heben. Das ist nicht optimal. Natürlich würde ich mir ab und zu wünschen, dass ich das Gerät, egal in was für einer Situation, bequem entsperren könnte. Aber ganz ehrlich, das ist eine Kleinigkeit, die mich jetzt nicht wirklich besonders stark stört. Und auch bei Touch ID haben mich die kleinen Schwächen auch nicht besonders stark gestört. Ich halte beide Technologien vermutlich für ebenbürtig oder ich persönlich halte sie für ebenbürtig, würde mir natürlich wünschen, dass in Zukunft beide in einer zweiten Generation kombiniert in einem Gerät verbaut sind, könnte aber auch damit leben, dass Face ID komplett als Ersatz für Touch ID zum Einsatz kommt. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass Face ID dazulernt und das hat es in dem halben Jahr wirklich sehr gut. Habe ich in den ersten 1-2 Monaten noch relativ oft den Code in gewissen Situationen eingegeben. Woran ich mich zum Beispiel am besten erinnere, ist, wenn man vielleicht abends im Bett liegt, das Licht komplett aus ist, das iPhone liegt auf dem Nachttisch, auf der G-Platte und man möchte nochmal kurz was eintippen, eine Erinnerung, eine Notiz oder ähnliches und dann möchte man es nochmal kurz entsperren und schaut dann so schräg, vielleicht mit halb geöffneten Augen auf das iPhone drauf. Dann habe ich mich am Anfang schon ein kleines bisschen darüber geärgert, dass ich immer wieder den Code eingeben muss. Und jedes Mal, wenn man den Code eingibt, dann merkt sich das Gerät die Situation, dann speichert es das Bild, dann lernt es dazu. Und das spürt man tatsächlich enorm mit der Zeit, vor allem wenn man das iPhone dann wirklich mal ein halbes Jahr genutzt hat. Ich habe keine Alltagssituation mehr, in der ich den Code wirklich eingeben muss. Wie gesagt, es gibt Situationen, wenn ich dann durch die Straße laufe und nicht perfekt auf das Gerät schaue, dass es noch Probleme gibt. Aber in diesen Alltagssituationen habe ich persönlich keine Situation festgestellt, in der Face ID mich nicht mehr erkannt hat. Ich war ein bisschen skeptisch, was die Größe und das Gewicht und die Dicke angeht, aber vor allem ohne Case, was ich mich kaum traue, bei dem iPhone 10 zu nutzen, ist das iPhone 10 wirklich noch für mich persönlich, was die Haptik und so weiter angeht, optimal. Es dürfte nicht größer sein, es dürfte gerne auch ein kleines bisschen weniger hoch sein. Da hätte ich natürlich auch nichts dagegen, denn die Höhe ist natürlich ganz nett, aber bietet mir jetzt im Endeffekt auch nicht den großen Mehrwert, den man sich jetzt vielleicht vorstellen könnte. Es könnte wegen mir auch, ich glaube, es hat 5,8 Zoll das Gerät. Mir würden auch 5,6 Zoll wunderbar ausreichen. Ich glaube, da würde ich nicht sagen, Mensch, ein kleines bisschen mehr Display wäre jetzt aber schön. Aber es ist so, dass ich die Haptik des Gerätes immer noch optimal finde.
Ein kleines bisschen weniger wäre okay, aber es ist doch nicht so, dass ich das großartig störend finde. Was ich persönlich allerdings sehr gut und sehr schlecht finde, ist die Bedienung des Gerätes. Extrem gut finde ich persönlich die Gesten. Ich habe mich schon beim iPad, als ich damals die Beta von iOS 11 getestet habe, daran gewöhnt, mit Gesten tatsächlich das System zu bedienen. Und ich fand das sehr, sehr angenehm und würde mir natürlich auch wünschen, dass das iPad jetzt den Home-Button, sage ich mal, entfernt, dass Apple diesen beim iPad entfernt. Finde, dass die Gestenbedienung eigentlich jeder Touch-Tasten oder Tastenbedienung bei einem Smartphone mittlerweile überlegen ist und würde mir natürlich auch wünschen, dass jetzt Google hier nachzieht und von mir aus auch das Ganze wirklich dreist kopiert und die gleiche Bedienung in die Android-Smartphones einbaut. Man ist, so wie sich das aktuell andeutet, bereits auf einem Weg dorthin. Allerdings würde ich mir wirklich auch wünschen, dass man diesen Weg konsequent geht, denn ich finde die Gestenbedienung mit dem Wischen und auch mit dem Switchen zwischen den Apps finde ich persönlich sehr angenehm und deutlich besser als bei einem Homebutton. Was mir bei der Bedienung allerdings nicht so gut gefällt, ist, dass man die Bereiche wie die letzten Benachrichtigungen oder das Control Center wirklich links und rechts ganz oben in die Ecken reingepackt hat. Und ich habe es ja schon erwähnt, das Display ist wirklich sehr lang und hoch. Und da ist tatsächlich selbst für meine relativ großen Hände relativ schwierig, in die Ecken zu kommen. Und ich merke, dass ich immer wieder über diese Geste, dass ich den Homescreen so ein bisschen runterhole und dann quasi in der Mitte des Homescreens darauf zugreifen kann, dass ich das doch schon relativ oft nutze. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple hier sich auch ein paar Gedanken gemacht hat und vor allem das Control Center vielleicht in Zukunft ein bisschen an einen anderen Ort verstecken könnte, den man etwas leichter als in der Ecke ganz rechts oben erreicht. Außerdem, was man noch gerne entfernen kann, ist die Navigationsleiste auf der unteren Seite des Gerätes. Diesen Balken, den sieht man mal ist er Transparenz, mal ist er weg. Irgendwie ist das nicht so wirklich konsequent. Und nach 2-3 Tagen mit dem iPhone 10 weiß man auch, dass man mit Wischen von unten nach oben eine App schließt. Man weiß, dieser Balken symbolisiert weiterhin so ein bisschen sowas wie ein Home-Button, ist aber ehrlich gesagt einfach nur ein hässliches Element auf dem Homescreen, beziehungsweise wenn man einer App ist, stört er eigentlich nur und man hat nach 2-3 Tagen hat man gelernt, wie die Bedienung geht. Von daher, meiner Meinung nach, wäre es schön, wenn man in die Einstellung einfach eine Funktion einbaut, eine Option einbaut, dass man sagt, Balken deaktivieren, dann ist dieser Balken für die Leute weiterhin da, die ihn gerne nutzen wollen. Die sagen, das ist für mich hilfreich, wenn ich da unten einen Balken habe, aber für Personen wie mich, die sagen, okay, ich habe mich bereits an die Bedienung gewöhnt, ich brauche keinen Balken mehr, die können ihn dann einfach deaktivieren. Was mir beim iPhone 10 wirklich sehr gut gefällt, ist das Gesamtpaket. Sprich, es sind so ziemlich alle aktuellen Funktionen verbaut worden, die es gibt. Und damit meine ich Qi, Fast Charge, eine Taptic Engine, 3D Touch, ein True Tone Display. Es gibt wirklich so gut wie kein Feature auf dem Markt oder eine grundlegende Funktion, die fehlt. Bei den Android-Modellen habe ich das öfter mal festgestellt, die bieten ein gutes Gesamtpaket oder ein extrem gutes Gesamtpaket, wie das P20 Pro zum Beispiel, aber da fehlt dann eine für mich wichtige Funktion wie Qi. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das sind elementare Funktionen oder ohne die könnte ich überhaupt nicht leben. Aber vor allem bei Qi ist es bei mir so, dass ich mich so sehr daran gewöhnt habe, dass ich den Standard wirklich zu 95% der Zeit lege ich das Gerät nur noch auf. Eigentlich nutze ich ein Kabel wirklich nur noch, wenn ich schnelles laden möchte. Also ich habe mich so sehr an Qi gewöhnt, das ist jetzt ich würde auch ohne Qi auskommen, aber es ist einfach so eine Komfortfunktion, an die man sich gewöhnt hat und wenn man sie dann tatsächlich mal ein paar Wochen genutzt hat, auch nicht mehr missen möchte. Und dieses Gesamtpaket, muss ich sagen, hat wirklich Apple sehr gut in dieses Gerät gepackt und mir ist auch wirklich aufgefallen, dass bei anderen Herstellern, die aktuelle Modelle auf den Markt bringen oder auf den Markt gebracht haben im letzten halben Jahr, zum Beispiel auch HTC mit dem U11 Plus, dass die da hier und da fehlt dann Qi, obwohl eine Glasrückseite verbaut wurde. Und dieses Gesamtpaket finde ich persönlich immer noch sehr angenehm. Und ich habe festgestellt, dass es in dieser Gänze an Funktionen von anderen Herstellern teilweise oder von den meisten tatsächlich noch nicht erreicht wird. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Was bisher wie eine reine Lobhudelei auf das iPhone 10 klingt, es ist nicht alles perfekt an diesem Gerät. Das perfekte Smartphone gibt es nicht. Jeder hat andere Bedürfnisse und jeder legt seine Prioritäten komplett anders. Ich finde zum Beispiel, dass die Akkulaufzeit deutlich besser als beim iPhone 7 geworden ist, aber sie ist noch fernab von einer guten Akkulaufzeit, wie ich sie im iPhone, sage ich mal, 7 Plus oder im Huawei P20 Pro finde, die dann wirklich einen deutlich größeren Akku und eine bessere Akkulaufzeit haben. Man kann damit leben. Ich habe ja schon erwähnt, dieses Gesamtpaket passt. Es gibt jetzt keinen Punkt, in dem es stark schwächelt. Ein Punkt,
bei dem ich persönlich mittlerweile aber auch erstaunt bin, dass es so einen extremen Unterschied teilweise gibt, ist die Kamera. Die Kamera im iPhone 10 ist wirklich sehr gut. Ich bin wirklich zufrieden damit und ich nutze sie auch extrem häufig. Der Porträtmodus ist gut, auch wenn das Porträtlicht wirklich immer noch in einem Beta-Status ist und eigentlich kaum zu gebrauchen ist. Also meine Trefferquote ist, glaube ich, 1 von 10 Bildern mit Porträtlicht werden gut. Der Rest ist wirklich nicht zu gebrauchen, aber die Kamera im Großen und Ganzen ist nicht auf dem Stand wie bei einem Galaxy S9, wie bei einem Huawei P20 Pro oder bei einem Google Pixel 2 auch noch. Ich persönlich finde, die Unterschiede sind nicht groß, keine Frage, alle Kameras sind sehr gut, aber Apple hat in der Vergangenheit immer wieder damit Werbung gemacht, dass man die beste Kamera verbaut hat oder eine der besten Kameras. Und mittlerweile ist man hier eben nicht mehr an der Spitze. Es gibt Modelle wie das P20 Pro, die haben das iPhone 10 überholt und das nicht nur ein bisschen, sondern wirklich deutlich. Ich habe mal Nachtaufnahmen mit dem P20 Pro und dem iPhone 10 verglichen und das ist ein Unterschied. Das ist eine komplette Generation Unterschied und das merkt man dann doch, vor allem wenn man das, sage ich mal, teuerste Gerät, jetzt mal von Luxusmodellen abgesehen, auf dem Markt besitzt. Dann kann man das Modell auch mit den anderen Spitzenmodellen vergleichen. Und hier ist mir einfach aufgefallen, dass das iPhone 10 bei der Kamera nicht mehr mit den anderen Flaggschiff-Modellen unbedingt mithalten kann. Dass es gut, eine sehr gute Kamera ist, aber dass die Qualität der Kamera von den anderen Herstellern erstaunlicherweise auch deutlich besser geworden ist und dass hier viele Apple mittlerweile überholt haben. Aber das ist, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau. Die Kamera ist natürlich sehr gut und das Gleiche trifft auf meinen anderen Kritikpunkt zu und das ist die Software. Das OS wurde natürlich angepasst und ich habe ja auch schon die Gestenbedienung erwähnt, die extrem gut umgesetzt wurde. Aber hier und da, was die Fläche angeht, was die Icons angeht, wirkt das OS eigentlich noch so ein bisschen wie aus den alten iPhone 6, iPhone 5S Zeiten. Es ist noch nicht, die Hardware hat einen extrem großen Sprung gemacht. Die Software ist aber nur so auf halber Strecke gefühlt mitgekommen, was für mich unter anderem auch daran so zu merken ist, dass keine speziellen Funktionen für das größere Display eingebaut wurden. Zum Beispiel, wie wäre es mit einem Splitscreen? Wir haben hier quasi ein 2:1 Display. Es würde sich doch auch wunderbar anbieten, wenn man jetzt irgendwie auch noch YouTube-Videos schauen könnte und dabei zum Beispiel eine Nachricht nebenbei tippt. Das sind so Funktionen, die werden, glaube ich, kommen. Ich glaube, Apple wird in den nächsten 2 bis 3 Jahren natürlich auch noch das Betriebssystem überarbeiten. Aber ich glaube, jetzt wäre es so langsam auch mal wieder Zeit für so eine Art Refresh, wie bei iOS 7 war das, glaube ich, mit ein paar neuen Icons, ein bisschen mehr, sage ich mal, Einheit im kompletten System. Es gibt immer noch einige Apps, die passen nicht so richtig ins System oder die kamen später, wie zum Beispiel die App für die Apple Watch und sehen dann irgendwie auch so ein bisschen anders aus. Und ich glaube, es würde Apple jetzt auch mal ganz gut tun oder der allgemeinen iOS ganz gut tun, wenn es jetzt nochmal so einen kleinen Schritt nach vorne macht, der dann auch auf dem, sag ich mal, Level der Hardware ist. Die Hardware hat einen großen Schritt gemacht. Jetzt wird es ein bisschen Zeit, dass die Software hinterherzieht. Bei Apple war es aber selten, dass man sowohl die Hardware als auch die Software im gleichen Jahr auf einen extrem großen Update versehen hat. Letztes Jahr war das schon mit iOS 11 für das iPad der Fall. Da gab es ein großes Update, aber auch das iPad Pro war jetzt nicht mehr das extrem große Update. Das gab es wiederum im Jahr davor. Von daher gehe ich davon aus, dass entweder in diesem oder im nächsten Jahr dann auch bei iOS 12 oder 13 dieser Schritt folgen wird. Das ist, wie gesagt, wie bei der Kamera jetzt kein Kritikpunkt. iOS ist immer noch ein wirklich sehr rundes und performantes und stabiles System. Allerdings würde ich mir persönlich wünschen, dass man das System noch ein bisschen besser für das Gerät, für die Hardware des iPhone 10 anpasst. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie lautet mein Fazit nach einem halben Jahr mit dem Apple iPhone 10? Hat sich der Preis gelohnt? Und für mich persönlich, ich persönlich habe für mich die Frage mit einem Ja beantwortet, weiß allerdings auch, dass der Preis natürlich extrem hoch ist und ich gehe davon aus, dass das kommende günstigere iPhone natürlich vielen auch ausreichen wird. Ich würde darauf warten, es lohnt sich nicht unbedingt 1.300 Euro für ein Smartphone auszugeben. Für mich persönlich ist das so, dass ich auf diesen Bereich oder auf dieses Gadget viel Wert lege, mehr Wert als auf ein Auto oder auf andere Gadgets. Man kann sein Geld so ausgeben, wie man möchte. Für mich persönlich hat das Smartphone eine sehr zentrale Rolle, entweder für die Arbeit wie hier in diesen Videos und im Blog, aber ich arbeite mit diesem Gerät tatsächlich auch sehr viel, arbeite E-Mails ab, News und so weiter. Es ist für mich ein Gerät, welches sehr zentral im Leben ist und da habe ich mir persönlich einfach mal gedacht, okay,
Es ist ein teures Upgrade, ich mache es und ich bin gespannt, wie es sich dann im Alltag schlägt. Und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht bereut und würde es auch jederzeit wieder machen. Bin allerdings auch mal gespannt, da ich eine Person bin, die gerne einmal im Jahr ihr Smartphone, ihren Daily Driver upgradet, ob ich das dann mit dem Nachfolger des iPhone 10 machen werde. Nennen wir es einfach mal iPhone X2. Ich glaube persönlich fast nicht. Mir würde aktuell wenig einfallen, was man jetzt bringen könnte, das mich zu einem Upgrade bewegt. Also von daher gehe ich davon aus, dass ich tatsächlich dann auch vielleicht sogar 2 Jahre mit diesem Modell zufrieden sein werde. Ein größeres iPhone X, ein günstigeres iPhone X und ein, zwei neue Farben reichen aber auch, glaube ich, für das Weihnachtsgeschäft 2018 vollkommen aus. Und dann bin ich persönlich mal gespannt, was uns dann 2019 wieder erwarten wird. Ich denke, es wird nach diesem großen Upgrade in diesem Jahr allerdings ein kleines bisschen kleiner ausfallen. Ja, das war es mit meinem persönlichen, wirklich ganz subjektiven Eindruck vom iPhone 10, vom Apple iPhone 10 nach 6 Monaten mit diesem Gerät. Keine großen technischen Details, keine schönen Product Shots und so weiter. Das ist wirklich einfach nur mal ein rein subjektiver Eindruck von dem Gerät, wie es sich so, was für Fragen sich mir persönlich am Anfang gestellt haben, wie es sich damit nach einem halben Jahr verhält. Falls ihr Fragen zum Gerät habt, schreibt mir auch wirklich gerne einen Kommentar. Ich glaube, ich kann nach einem halben Jahr so ziemlich alle dazu beantworten. Falls ihr immer noch am Video seid und ich weiß, dass das ein bisschen länger geht, dann bedanke ich mich an dieser Stelle wirklich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.